Meine lieben Freunde, es ist Samstag. Ein wichtiger Samstag, mögen viele denken. Ja, das stimmt, denn heute geht es weiter mit Funlibi. Es ist wieder Sandbox-Mode-Time. Ich heiße euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt an diesem wichtigen Samstag. Der Samstag ist sehr wichtig, denn es geht weiter mit Funlibi. Ach komm, reden wir nicht um den heißen Brei. Es geht los. Der Speedbuild muss weitergehen. Und heute geht es darum, hier ein bisschen Farbe und Leben reinzubringen. Ihr seht wahrscheinlich schon, dass die Folge nicht ganz so lang ist, wie ihr es vielleicht gewohnt seid. Aber das liegt ganz einfach daran, mehr habe ich diesmal nicht geschafft. Sorry dafür. Aber ich hoffe, dass es trotzdem schön ist, was ich gebaut habe oder ihr es schön findet und ihr natürlich ein wenig unterhalten werdet. Das ist doch die Hauptsache und ich dachte mir besser eine etwas kürzere Folge als gar keine Folge. Ist das richtig? Ich denke schon und deswegen ja heute ein bisschen kürzer, aber das ist nicht weiter tragisch. Ihr seht auf jeden Fall heute, wohin es geht. Es wird wieder eine Lücke geschlossen und dann sind wir eigentlich dann, also na, wenn diese Lücke fertig ist, das wird dann wahrscheinlich nächste Folge der Fall sein, fehlt noch eine Lücke und dann ist, glaube ich, die Main Street soweit erstmal durch. Dann könnte es vielleicht langsam sein, dass ich eine Achterbahn baue. Aber das muss ich halt sehen. Ich muss sehen, wohin, ich muss sehen, in welchem Themenbereich, ich muss sehen, wie, was und weshalb. Diese ganzen Fragen werden sich dann, denke ich, in den nächsten Folgen klären. Also, es ist spannend, es bleibt spannend und das ist doch etwas Schönes, oder? Ja, ich glaube schon. Viele sagen ja auch, Leute, wo bleibt denn die erste Achterbahn? Was ist los mit Brilli? Ja, er baut und baut und baut und baut. Ja, aber ganz ehrlich, ich finde es so rum besser, als wenn ich jetzt erst... Wir hatten ja, glaube ich, in der dritten Staffel... Ist das hier die dritte Staffel oder ist das hier die vierte Staffel? Ich weiß es gerade nicht. Das hier ist die vierte. So, in der dritten Staffel habe ich ja mit der Achterbahn begonnen damals, mit der Holzachterbahn, mit dem großen Woody. Und das hat dann mega Spaß gemacht, so den zu bauen und zu themen. Aber dann hatte ich immer dieses Gefühl, fuck. Da kommt noch mega viel Arbeit auf dich zu, wenn du die Main Street machen musst. Ja, und ich finde es so rum einfach besser. Dann hat man schon mal diesen großen Teil Main Street halt fertig. Und Main Street ist halt echt einfach viel Arbeit. Das muss man einfach sagen. Es sei denn, man lädt sich halt vorgefertigte Gebäude aus dem Steam Workshop runter. Dann, natürlich, dann geht's. Dann kann man es machen. Dann ist das nicht so viel Arbeit. Aber da ich das ja alles selber mache, ist eine Main Street halt echt mal aufwendig. Das seht ihr ja, wie gesagt. Wir sind bei Folge Nummer 33 und der Brilli hat jetzt... Wir haben aber schon drei Attraktionen, ne? Das ist ja auch mal eine schöne Nummer. Wir haben einen Dark Ride, wir haben ein Kettenkarussell und natürlich die wunderschönen Teacups, meine lieben Freunde. Und apropos Cup. Es ist natürlich, wir wollen das natürlich auch heute thematisieren, es ist natürlich World Cup, ja? Es ist natürlich die WM im Gange und jetzt gerade vor 4 Minuten wurde das Spiel zwischen Belgien und Tunesien, glaube ich, angepfiffen. Ihr seht also, ich bin heute up to date, ja, ich bin heute sowas von up to date, denn ich muss nachher noch arbeiten und vorher habe ich es jetzt nicht geschafft, irgendwas aufzunehmen, beziehungsweise auf keinen Fall diese Tonspur, deswegen sind wir heute extrem nah beieinander, sagen wir mal so. Wenn ihr das Video heute seht, wenn es online kommt, es wird wahrscheinlich nicht ganz 3 Uhr werden, vielleicht 4 Uhr, dann ist es nur 2 Stunden her, dass ich das gesagt habe. Ist das krass? Das ist ja fast schon live. Leute, wir sehen uns heute live hier auf meinem Kanal. Ist das schön, oder was? Ja, wollen wir natürlich auch kurz thematisieren, da jetzt der Eurotruck ja auch nicht kommt momentan. Ich habe einfach keine Zeit. Stellt euch vor, ich hätte jetzt noch einen Eurotruck aufgenommen, dann wäre hier noch weniger los. Muss ich vielleicht hier einfach mal das wichtige Spiel heute thematisieren. Deutschland gegen Schweden. Was ist da eure Meinung? Wie sieht's aus? Wo guckt ihr? Guckt ihr es überhaupt? Interessiert euch Fußball? Ich werde es wahrscheinlich nur so nebenbei sehen, weil ich, wie gesagt, am Arbeiten bin währenddessen. Und es interessiert mich aber auch nicht so sonderlich tatsächlich. Ich hoffe einfach, dass Deutschland auf den Sack kriegt, Löw gefeuert wird und dann ist endlich wieder High Life. Dann ist endlich wieder High Life. Dann geht's endlich los, dann kommt ein neuer Trainer
dann ist vielleicht auch mal wieder die Nationalmannschaft sympathisch, die es momentan, wie gesagt, nicht ist. Ich finde fast keinen Spieler irgendwie sympathisch. Und das ist natürlich ein bisschen traurig. Und aber das liegt auch an der Zeit. Ne, Leute, es liegt auch an der Zeit. Irgendwie sind die Spieler nur noch so glatt gelutschte, nee, wie ist das? So glatte, aalglatte Leute, die eben, wo man halt merkt, dass die Training darin haben, sich zu äußern, Plattitüden von sich zu geben. Das ist einfach, ich finde das einfach nur noch erbärmlich, was da im Fußball passiert. Die sollen mal wieder so ein Walter Frosch, den braucht der Fußball nochmal. Gebt mal Walter Frosch ein, falls ihr den nicht kennt. Walter Frosch, solche Leute, solche Spieler, das brauchen wir mal wieder, ja? So, und damit wollen wir das heute abschließen. Ich glaube zwar nicht, also ich, wie gesagt, ich hoffe, und jetzt müssen wir mal gucken. Oh, jetzt müssen wir mal gucken hier. Live, Leute, live. Belgien führt 1-0, siebte Minute, ha! So, das ist jetzt der Beweis, dass ich das wirklich jetzt, Elfmeter Hazard, so, dass ich wirklich hier relativ live bin. Was wollte ich sagen? Ich glaube nicht, dass Deutschland heute verliert. Ich glaube, dass sie sich am Riemen reißen. Es wird spannend tatsächlich. Ich habe eben mal geguckt, nur um da mal ja ein Bild zu machen, wie die Quoten so sind. Und die Quoten sagen 1,5 für einen Deutschland-Sieg, was bedeutet, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Deutschland gewinnt. Finde ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass Schweden echt stark ist. Und wenn die sich so ein bisschen anstrengen und das ausnutzen, dass Deutschland momentan so ein bisschen lediert daherkommt, dann glaube ich, wird das ein extrem schweres Spiel. Und da bin ich doch mal sehr gespannt drauf, was da heute passiert. Wie gesagt, ich werde es nur halb gucken können oder nur so nebenbei verfolgen können. Ist ein bisschen schade, weil ich glaube, das wird ein spannendes Spiel und vielleicht sogar ein gutes Fußballspiel. Das ist ja auch etwas bei der WM dieses Jahr. Es ist so wenig guter Fußball. Es ist vielleicht hier und da mal spannend, aber guter Fußball? Ich freue mich jedenfalls wieder auf die Bundesliga. Nicht, dass in der Bundesliga so guter Fußball läuft, aber Clubfußball ist auf jeden Fall immer noch mal besser als Länderspielfußball. Das ist einfach so. Ne? Wie soll das auch anders sein? Die Länderspiele basieren ja nun mal auf einer Mannschaft, die sich dann kurz mal im Trainingslager sehen, ja, und dann zusammenspielen müssen. Und ein Vereinsfußball, der ist natürlich besser, weil die seit Tausenden von Jahren zusammenspielen, jeden Tag sich sehen, jeden Tag trainieren und so weiter und so fort. Deswegen ist natürlich Vereinsfußball fußballerisch auf einem höheren Niveau. Ein Real Madrid, ja, würde jede Nationalmannschaft schlagen. Mit Sicherheit, mit absoluter Sicherheit. Und wahrscheinlich vielleicht sogar zweistellig. Denn, wie gesagt, die Gründe habe ich ja gerade genannt. Also Vereinsfußball ist auf jeden Fall spannender, schöner. Und ich freue mich, dass die Saison dann... Oh Gott, dauert das noch mal. Eieieiei. Die WM geht ja auch noch mega lange, ne? Bis wann geht denn eigentlich die WM? Ist bestimmt Mitte Juli irgendwann, ne? Eieiei. Naja, wir werden sehen. Es bleibt spannend im Hause Fußball. Da ich weiß oder davon ausgehe, dass sich hier nicht alle für Fußball interessieren, wollen wir das Thema jetzt auch mal wieder sein lassen. Ne? Was haben wir gemacht? Leute, was haben wir bis jetzt gemacht? Was habe ich denn hier gemacht? Ich habe eben die Hauswand ein bisschen verschönert. Ich dachte mir, machst du da Fenster hin? So wie oben und auf der anderen Seite? Oder machst du es irgendwie anders? Und ich habe es anders gemacht. Denn ich habe mir gedacht, da ist ja das Kino quasi der Saal. Und wenn da Fenster sind, macht irgendwie wenig Sinn. Ist zwar oben jetzt auch nicht so sinnvoll, das stimmt auf der Seite. Aber ich finde, oben ist das in Ordnung, da geht das. Da kann man auch mal gerne Kulissenfenster hinmachen, die jetzt nicht wirklich echt sind. Aber unten finde ich das sehr das doof aus. Deswegen habe ich da dieses diese Strukturen hingemacht. Ja? In den Farben natürlich von Rolfs Revue, ganz klar. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Es war einfach mal ein Problem. Ich habe es einfach mal probiert. Ja? Und danach ging es weiter mit so ein paar Blumen, die ich da vorgesetzt habe. Das ist aber alles da auch noch nicht fertig. Ne? Also noch nicht hier ein abschließendes Urteil bilden, wie das da ist. Da kommen noch Lampen hin, das wird noch ein bisschen... da kommt noch irgendwas 3D-mäßiges hin. Ich weiß noch nicht, was genau. Keine Pergola. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen... Nee, das ist aber eigentlich keine Pergola, was ich in dieser Folge noch mache. Nee, ist keine Pergola. So, wir haben hier einen Wasserfall gebaut, weil hier soll ein kleiner Wasserfall hin, habe ich mir überlegt. Ich weiß noch nicht, was dahinter für ein Themengebiet kommt, aber so einen Berg kann man ja dann vielleicht da auch einarbeiten. Ich bin mir da noch nicht sicher. Werde ich sehen. Auf jeden Fall jetzt hier kommt eine Überdachung. Ist keine Pergola, glaube ich.
Würde man das als Pergola bezeichnen? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall arbeite ich mal wieder mit meinen Lieblingselementen, den Holzblöcken und Stäben und Holzobjekten. Das ist etwas, das mag ich sehr. Ja, ich arbeite gern damit. Ja, es macht einfach Spaß irgendwie, mit diesen Holzteilen hier zu arbeiten. Ich weiß auch nicht warum. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Holz, dieses lebendige Material, ein wunderschönes Material. Supergeil. Supergeil. So, und ihr seht schon, was ich hier vorhabe. Man soll halt so ein bisschen über diesen Teich gehen. Man soll sich den Wasserfall anschauen können. Einfach so ein bisschen, was ist die Hauptintention, ist einfach möglichst viel Abwechslung auf kleinstem Raum. Ich hätte natürlich jetzt hier auch einfach da diesen Garten, den ihr auf der rechten Seite seht, weiterführen können mit einem weiteren Gebäude oder so. Kann man machen, ist aber dann, wenn ich das jetzt so lang ziehe, wird es ein bisschen viel. Dann sieht das alles gleich aus. Und dann geht es wirklich einmal um die Teacups, ist dann quasi hinten das Restaurant. Und die Hälfte sind dann diese Gebäude, die einfach nur Kulissen sind, wo ein Garten vor ist. Deswegen habe ich mir gedacht, da muss irgendwas anderes hin. Ich hatte mich entschieden, ich hatte zwei Sachen zur Auswahl. Und entschieden habe ich mich dann für den Wasserfall, wie ihr seht. Ein Kinderspielplatz, der hätte hier auch hingepasst. Aber den will ich noch nicht bauen. Nicht hierhin. Nicht in dieses Rondell von den Teacups. Der kommt vielleicht noch irgendwo anders hin, wenn ich ihn denn baue. Sicher bin ich mir da natürlich auch noch nicht. Ja? Ich will nichts vorwegnehmen und hier mich nicht irgendwie verplappern. Und dann heißt es, ey, Brilli, du hast gesagt, du baust einen Kinderspielplatz. Wo ist dieser fucking Kinderspielplatz denn? Das will ich eben nicht. Ja, ich sag hier gar nichts. Leute, vielleicht kommt kein Kinderspielplatz, vielleicht kommt ein Kinderspielplatz, vielleicht kommt auch gar keine Achterbahn. What? Nein, Achterbahn wird natürlich kommen. Na, ein Vergnügungspark ohne Achterbahn. Gibt es einen Vergnügungspark ohne Achterbahn, Leute? Also natürlich gibt es, was weiß ich, es gibt natürlich einen Hochseilgarten. Es gibt natürlich Streichelzoos. Es gibt Zoos. Das sind ja alles Vergnügungsparks im ne? Das sind ja Parks und man vergnügt sich darin. Aber einen Freizeitvergnügungspark-Dings. Gibt es einen ohne Achterbahn? Das ist jetzt hier aber mal eine große Frage, liebe Freunde. Gibt es das? Wo Karussells sind, wo Buden sind, wo es schön gethemt ist, aber es gibt keine Achterbahn. Wird es sowas geben? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es sowas, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist eine Achterbahn wirklich essentiell. Ich glaube, dass es so ist, weil stell dir mal vor, ihr habt einen Vergnügungspark, da ist aber keine Achterbahn drin. Was sagen denn die Leute dann? Leute, wir gehen heute mal in den Robbypark und im Robbypark ist aber keine Achterbahn. Also die Achterbahn ist ja schon auch eine Prestige-Option. Ich glaube, das ist miteinander gekoppelt und verzahnt. Eine Achterbahn gehört in einen Vergnügungspark. So, fertig, aus. Hätten wir das geklärt, gibt's nicht. So, danke für eure rege Anteilnahme an dieser Frage. Das finde ich sehr nett. Und ja, Leute, hier seht ihr jetzt, wie ich das Dach hier auf dieses ganze Ding kloppe. Ist ein bisschen nervig gewesen, weil, wie gesagt, die rechts und links, die Seiten, die kann man nicht ausfüllen, weil das natürlich ein bisschen schräg ist. Und da muss man dann immer mit diesen kleineren Hölzern hier noch rumarbeiten. Aber gut, es ist letztendlich doch noch gut gegangen und hat funktioniert. Von daher alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Und ich freue mich tatsächlich auf die nächste Folge und ich hoffe, dass ich da wieder viel schaffen werde, weil da geht es darum, das seht ihr ja jetzt schon, was haben wir denn jetzt schon? Wo ist denn die Zeit? Hallo? Zeit? Da unten! Ah, war ein bisschen verrückt. Das ist ja verrückt. 13, ach guck mal, ich gucke schon wieder bei Link auf die Uhr. 13:37 hatten wir gerade. Und das merkt ihr dann, ist ja nicht mehr lange dann bis 18:36, bis das Video zu Ende ist. Und deswegen werdet ihr wahrscheinlich, Detektive unter meinen Zuschauern werden gemerkt haben, er wird wahrscheinlich nicht mehr viel Buntes machen und mehr viel themen hier, diesen Wasserfall. Das wird dann in der nächsten Folge geschehen, das hier alles richtig schön zu machen. Und da freue ich mich drauf, da habe ich Bock drauf. Das wird schön. Das wird schön bunt, das wird schön anzusehen sein, hoffe ich. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und das habe ich in dieser Folge auch wieder gemerkt, wie viel Bock ich gerade habe, Planet Coaster zu spielen. Jedenfalls viel mehr auch als Jurassic Park World Dings. Ich finde es ehrlich gesagt, ich mache es natürlich noch weiter, es macht schon noch Spaß, aber was ich bis jetzt gesehen habe, lässt mich zweifeln daran, dass dieses Spiel mich irgendwie fesseln wird in irgendeiner Weise, weil der Management-Part, also der finanzielle Part, sagen wir mal so, alles was mit Finanzen zu tun hat und irgendwelche Aufgaben bestehen im finanziellen Sinne und eben der Management-Teil scheint mir
sehr, sehr einfach und sehr, sehr leicht strukturiert zu sein. Das heißt, das kann dieses Spiel nicht bieten, ja. Also einen, sowas wie zum Beispiel, nehmen wir mal Transport Fever, was ja wirklich hier und da auch mal hart war. Das wird dieses Spiel nicht schaffen. Das ist relativ casual. Das heißt, das fällt weg und das Kreative, was jetzt Planet Coaster zum Beispiel hier bietet, das hat ja auch jetzt nicht den perfekten Management-Teil so. Das ist ja auch eigentlich relativ einfach. Hier Geld zu verdienen, meine ich jetzt. Fällt bei diesem Spiel halt auch weg, das Kreative. Man kann natürlich so ein bisschen seinen Park bauen. So. Es gibt ja noch den Sandbox-Park am Ende. Ja, aber ganz ehrlich, das kommt ja lange nicht am Planet Coaster ran. So. Es gibt vielleicht Dinos. Und ich kann jeden verstehen, der auf Dinos steht. Aber das tue ich ja halt auch nicht. Das halt fällt für mich halt auch weg. Für mich sind Dinos einfach Dinos. Einfach Tiere. Finde ich jetzt nicht so krass. Ja, deswegen, das fällt für mich auch weg. Das heißt, wahrscheinlich wird die Langzeitmotivation bei mir ausgeschaltet sein. Das macht jetzt noch Spaß und ich werde wahrscheinlich noch einige Folgen machen. Aber es wird kein Langzeitprojekt auf meinem Kanal, denke ich, werden, weil, wie gesagt, es fehlt da an etlichen Ecken und Enden, wie ich finde. Also die hätten eine härtere Simulation einfach daraus machen sollen noch. Viel, viel härter. Viel, viel härter Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Aber okay, wir schauen, wie es da weitergeht. Wir sind ja hier bei Planet Coaster, liebe Freunde! Und ihr seht schon, dass ich jetzt die Überdachung hier soweit fertig habe. Ne? Ein paar Streben fehlen noch. Und dann wird wahrscheinlich gleich der Realtime-Modus aktiviert. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an, was denn heute hier passiert ist. Und ja, ich finde, das ist hier ganz schön bis jetzt. Aber wie gesagt, da fehlen natürlich noch Sachen. Kommt vielleicht noch, was heißt vielleicht? Leute, natürlich wird Efeu kommen. Natürlich, fragt doch nicht so blöd. Klar wird Efeu kommen. Natürlich werden da noch schöne Pflanzen kommen, Bäume. Der Wasserfall wird noch ein bisschen schöner gemacht. Vielleicht kommen da noch so... Ah, genau. Fällt mir gerade ein, das könnte ich machen. Sage ich euch natürlich nicht. Das wird dann ein, wie sagt man, ein Cliffhanger. Ne? Ein wunderschöner Cliffhanger wird das sein. Ach, guck mal hier. Ist das nicht schön, dieses wunderbare Kettenkarussell? Ach, guck mal, die Düsen gehen an. Sehr schön. Ah, Gott. Das ist doch schön. Das ist doch toll. Leute, ja, ich habe ja gesagt, es ist diese Folge habe ich nicht so viel geschafft. Wie gesagt, ich hoffe, dass ihr trotzdem Spaß habt. Und wie gesagt, besser eine kleine Folge oder eine kurze Folge als keine Folge, oder? Auf jeden Fall. Es ist halt gerade Sommer und ihr wisst, diejenigen, die mir schon länger zugucken, ich habe im Sommer weniger Zeit, jobtechnisch. Deswegen ist im Sommer immer schwierig. Deswegen freut euch, wenn was kommt. Und lünscht mich, wenn nichts kommt oder es eben zu kurz ist. Gebt mir einen Daumen runter, wenn euch das zu kurz ist. Es ist mir egal. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr machen als das, was ich jetzt heute hier geschafft habe. Wie gesagt, hier das Logo. Gefällt euch das? Ich weiß es nicht. Ist es ein Logo? Ist vielleicht gar kein Logo. Ist einfach nur die Wand ein bisschen verkleidet in den Farben von Rolfs Revue. Dann hier ein schöner kleiner Durchgang am Wasserfall vorbei. Und wie gesagt, das hier ist natürlich noch lange nicht fertig. Da müssen die Stützen auch noch verkleidet werden. Und die hängen ja momentan noch in der Luft. Das bleibt natürlich auch nicht so. Und ja, ich glaube, das wird hier noch ganz schön. Und dann nähern wir uns, wie gesagt, dem Ende der Main Street. Ihr seht, dass diese Lücke dann hier geschlossen ist. Und dann fehlt auf der anderen Seite noch eine Lücke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, da schwenken wir kurz hin. Das muss natürlich auch noch geschlossen werden mit irgendwas. Das werden wir auf jeden Fall angehen. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, macht es gut, bis zur nächsten Folge hier bei FunDB. Ciao, Leute, macht's gut.